Wenn wir in der EU oder der Schweiz Milch oder Käse kaufen und das Produkt nicht näher spezifiziert ist, handelt es sich immer um Kuhmilch oder Kuhkäse. Das ist so vorgeschrieben. Jede andere Milch muss speziell gekennzeichnet werden. Und so vergessen viele Menschen, dass Milch nicht immer Kuhmilch sein muss. In der Biologie dagegen kann Milch von jedem beliebigen weiblichen Säugetier stammen. Ausgenommen sind nur sterile Tiere wie Maultiere. Die Kuh hat hier keinerlei Sonderstellung. Milch ohne Spezifizierung kann genauso gut von einer Sau, einer Menschenfrau oder einem weiblichen Seehund sein. Was hier in den Käsekessel fließt, ist keine Kuhmilch. Es ist aber dennoch Milch. Im Handel muss solche Milch spezifiziert werden, damit man nicht irrtümlich glaubt, es wäre Kuhmilch. Hier sehen wir liebenswerte Tiere, von denen die eben gezeigte Milch kommt. Die Hausziege Capra aegagrus hircus wurde gemäß dem heutigen Stand der Forschung im Gebiet des fruchtbaren Halbmondes noch eher für Milch genutzt als die Kuh. Als ich einmal einer Ziegenbäuerin Milch abkaufte, fragte sie mich, warum ich Ziegenmilch kaufte, ob ich ein Kind habe, das keine Kuhmilch verträgt. Ziegenmilch ist offenbar ein Nischenprodukt. Stellt euch das mal umgekehrt vor. Ihr kauft Kuhmilch und werdet gefragt, warum ausgerechnet Kuhmilch, ob ihr denn ein Kind habt, das keine Ziegenmilch verträgt. Dieser Salat besteht nur aus Eigenprodukten, vor allem Gemüse aus dem Garten. Er enthält Joghurt. Wiederum gilt, dass Joghurt ohne Spezifikation im Handel Kuhjoghurt sein muss. Aber dieser ist natürlich nicht von Kühen. Es ist dieser hier. Vermutlich habt ihr dieses Bild schon gesehen. Es zeigt Schafsjoghurt, dessen Herstellung ich in meinem Joghurt-Video gezeigt habe. Auch ins Müsli kann man die Milch verschiedener Säugetiere nehmen. In diesem Fall ist es Büffelmilch, die so weiß ist wie Ziegen- und Schafsmilch, nicht gelblich wie Kuhmilch. Hier haben wir einen Behälter mit frisch gemolkener Schafsmilch. Stellt euch mal vor, jedes Mal, wenn ihr Kuhmilch kauft, würde euch jemand fragen, warum kaufen Sie ausgerechnet Kuhmilch? Sind Sie auf Diät? Ist Ihnen Schafsmilch zu fett? Beim Milchkonsum sollten wir nicht die Tiere vergessen, die uns dankenswerterweise die Milch zur Verfügung stellen. Hier sehen wir ein Lakon-Milchschaf, das gerade 2 Lämmer zur Welt gebracht hat, das folglich demnächst gemolken werden kann. Vor allem in Zentralasien werden auch Stuten gemolken und ihre Milch wird konsumiert, am häufigsten vergoren. Auch diese Butter ist nicht aus Kuhmilch. Sie dürfte also wiederum nicht einfach als Butter in den Handel geraten, sondern nur explizit als Schafbutter oder Schafsbutter. Und hier sehen wir Schafsrahm. Um Schafsmilch zu entrahmen, braucht man eine Zentrifuge, da sie nicht wie Kuh- oder Büffelmilch aufrahmt. Dafür ist die Ausbeute höher als bei Kuhmilch, nicht aber als bei Büffelmilch. Und dies ist Büffelrahm. Büffelmilch ist viel fetter als Kuhmilch und rahmt auf wie diese. Man braucht also nicht notwendig eine Zentrifuge, um den Rahm abzuschöpfen. Dieser ist aber nicht so konzentriert wie der eben gezeigte zentrifugierte Rahm. Manche Menschen essen gerne Sauermilch. Andere kennen sie gar nicht. Diese hier ist milchsauer vergorene Ziegenmilch. Hier haben wir mit Lab eingedickte Milch, die man als Galerte unter der spanischen Bezeichnung Cuajada isst. Sie stammt in diesem Fall von Milchschafen der baskischen Rasse Lacha-Schaf. Dieser Blauschimmelkäse ist in einer der Höhlen von Roquefort gereift, wo der Schimmel Penicillium roqueforti von Natur aus vorhanden ist, wurde aber dennoch mit diesem beimpft. Nach dem Ort Roquefort-sur-Soulzon trägt der Käse den Namen Roquefort. Der Ursprungsschutz für den Namen Roquefort schreibt neben dem Ort der Reifung vor, dass die Milch zu 100% von Schafen stammen muss. Es gibt also weder Ziegenroquefort noch Kuhroquefort. Hier reift Ziegenkäse auf der Insel Ibiza. Wie es auf dieser Insel eine alte Tradition ist, wird auch in dieser Käserei der Ziegenkäse mit handwerklich gewonnenem pflanzlichem Lab bereitet.
Auch der Weißschimmelkäse, der hier in Südtirol reift, ist aus Ziegenmilch. Ziegenkamembert und Ziegenbrie sind beliebte Spezialitäten, die im Handel zu bekommen sind. Und hier reift Schafskäse in Extremadura im Westen Spaniens. In meinem Video über pflanzliches Lab habe ich diesen Käse der geschützten Sortenbezeichnung Torta del Casar schon näher beschrieben. Der ursprüngliche Mozzarella ist aus Büffelmilch. Dieser hier hat die geschützte Ursprungsbezeichnung Mozzarella di Bufala Campana. Dieser Käse wurde in Katalonien aus Büffelmilch bereitet. Gereifter Büffelkäse hat mehr büffeltypischen Geschmack als der recht jung gegessene Mozzarella. Und zum Abschluss beobachten wir Büffel beim Grasen. Ich wünsche euch allen einen guten Appetit mit vielfältigen Milchprodukten.